Helden. Wenn wir an Helden denken, denken wir an mutige, starke Krieger, die Ungeheuern den Kopf abschlagen oder mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten immer wieder die Welt retten müssen. Was nahezu alle gemeinsam haben? Es sind Männer. Auf dem Filmfest München läuft jetzt eine Serie über eine Heldin mit einer Geschichte, die so noch nie auf der Leinwand war. Regie geführt hat Elsa van Damke. In Angemessen Angry wird das Zimmermädchen Amelie vergewaltigt. Sie entwickelt Superkräfte und geht auf einen Rachefeldzug. Kuckuck. Hallo. Für mich war von Anfang an irgendwie klar, dass ich das als eine Heldinnengeschichte erzählen möchte. Und ich habe viel Recherche betrieben. Ich wusste auch, dass es eine Comedy sein soll. Und habe halt gemerkt, dass es nur eine bestimmte Art von filmischer Erzählung gibt, was das Thema sexualisierte Gewalt angeht. Und ich finde, dass in dem Schmerz, in dem Trauma und auch in der Verarbeitung und dem Umgang von so vielen Überlebenden und Frauen, was da drin steckt, ist für mich wie eine Superkraft. Für Van Damke waren dabei auch die klassischen Heldensagen ein Einfluss. Nur mit einer anderen als der gängigen Perspektive. Also die griechische Mythologie ist immer eine tolle Inspiration. Also gerade was Frauenfiguren angeht, ist einfach auch sehr tragisch und schmerzhaft. Auch anhand von Medusa zum Beispiel. Die Frau wurde vergewaltigt und wird dann bestraft und verflucht, weil sie in einem heiligen Tempel vergewaltigt wurde. Und dafür, dass sie diesen Tempel beschmutzt hat, wird sie verbannt und mit einem Fluch belegt. Und ich glaube, das ist genau das, wie es eben oft erzählt wird. Mit popkulturellen Narrativen zu brechen, war eine besondere Aufgabe für die Filmemacherin und ihr Team. Es gibt immer diese große Brüste, großer Arsch, kurze Röcke, lange Stiefel, hohe Absätze. Digga, die Alte soll kämpfen, was soll die mit Absätzen, ne? Das Bekannte sah richtig aus und wir haben sie 200.000 Mal gesehen. Und dann mussten wir uns immer wieder so gegenseitig wachrütteln und hatten eben auch, dadurch, dass es ein Debütstoff ist, eine ganz, 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 ganz tolle Truppe an Menschen und KünstlerInnen zusammen, die dann gesagt haben, nee, wir nehmen uns jetzt die Zeit und machen noch eine Runde, weil wir haben gesagt, wir wollen es eben nicht wieder so machen. Die Erzählung von einer vergewaltigten Frau, die durch ihre Superkräfte Sexualstraftäter erkennt und sie bestraft, scheint erstmal eine extreme Entscheidung zu sein. Habt ihr gesagt, wir feiern eine kleine Kostümparty? Das wird mir ganz oft gesagt, dass wir mit einer Radikalität erzählen. Und ich benutze das auch gerne, weil das reißerisch klingt, zu sagen, ja, ich habe so einen radikalen Erzählstil. Weil für mich ist das überhaupt nicht radikal, was wir da erzählen. Weil es halt die Welt ist, in der ich lebe, die ich versucht habe, durch meine Augen darzustellen. Und dafür, dass es aushaltbar ist, habe ich das Superheldinnen-Genre und das Comedy-Genre gewählt. Weißt du was? Ich verstehe das. Warum ihr macht, was ihr macht. Ihr nehmt euch doch nur, was euch zusteht, oder? Wenn sie Nein sagt, dann muss man halt kämpfen. Das haben wir doch schon im Kindergarten gelernt. Weil eigentlich meint sie ja! Was sich liebt, das neckt sich. Ich hoffe, dass Menschen, die abstoßend darauf reagieren und sagen, das ist ja übertrieben, es sind doch nicht alle, dass die sich vielleicht kurz aufregen und dann aber darüber nachdenken, warum wir so erzählt haben, wie wir erzählt haben und vielleicht verstehen, warum es gar nicht so radikal ist. Denn damit wird die Filmemacherin erst der Wirklichkeit gerecht. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben physische oder sexualisierte Gewalt. Ich hoffe, dass man ein bisschen sensibilisiert wird, seine Umgebung zu beobachten, weil das kostet uns Frauen so viel Energie.
sobald wir das Haus verlassen, sobald wir unter Menschen gehen, haben wir wie so ein Radar, was permanent am Scannen ist. Wir scannen permanent nach Gefahren und nach Gefahren für uns, aber auch Gefahren für andere Frauen. Und das ist wie, auch wie so eine kleine Superkraft, eine sehr traurige Superkraft. Und vielleicht ist dieses Radar bei mehr Menschen, die nicht betroffen sind, nach unserer Serie aktiviert. Das wäre schön. Thank you.